Yes. So, jetzt kann ich mir aussuchen, ob Bienen oder Ameisen. Im Real Life bevorzuge ich keins von beiden, aber hier bevorzuge ich Ameisen. Oh, das war vielleicht eine dumme Wahl. Ich kann mich daran erinnern, dass dieses Level nicht ganz ohne war. Ohne Ameisen. Das Level war nicht ganz ohne Ameisen. Hier kann ich doch bestimmt landen, ja. Spuckst du mal kein Feuer auf mich? Das ist verdammt unhöflich. Auf andere Leute spuckt man nicht. So, weiter nach oben. Was gibt's hier Schönes? Ein Herz. Ein Herz! Das hole ich mir auch gleich. Okay. Jetzt sehe ich wenigstens, wo ich hinspringe. Was bist du denn? Hab Angst vor mir! Hab Angst vor mir! Hab Angst vor mir! Okay, es hat Angst vor mir. Einmal nach oben, bitte. Oh, das ist eine Ameise. Stirb, Ameise! Und nach oben! Ey, was soll denn das? Ich habe mich schon gewundert, warum hier keine Plattform ist. Ey, spuck nicht auf mich, habe ich gesagt. Das ist verdammt unhöflich, habe ich gesagt. Ja, hier und da und nein, das ist doch unfair. Warum? Nein, warum? Und warum? Kann ich hier rein? Nein, warum nicht? Ach Mann. Aha. Nein, warum? Egal, ich bin Super Mario, ich lasse mich davon nicht aufhalten. Und von euch lasse ich mich noch lange nicht erschrecken, obwohl ich das eben getan habe. Weil ich dachte, ihr greift an, aber das habt ihr gar nicht. Verdammt! Einfach jumpen, jumpen, jumpen. Nein, 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 nicht auf andere spucken, ich bin klein und unschuldig. Ich hab dir nichts getan. Ja, du Arschplattform. Du fällst runter und bringst mir den natürlichen Tod. Nein, 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 nein! Einmal noch. Ja, geh weg. Hau ab jetzt. So, weiter geht's. So. Und du spuckst mich nicht an. Haha. So und so. Und du bist die Todesplattform des Todes. Du auch. So. Und jetzt werde ich nicht sterben. Oh, Alter, das ist knapp. Alter, war das knapp. Ach, egal. Ich habe das Level geschafft. Mehr will ich gar nicht. Jetzt kommen wir zum Grande Finale. Oh. Okay. Okay, es sind nicht das Grande Finale, sondern nur das irgendein Finale. Hallo? Achso. Ich habe mich eben schon gewundert, wie soll ich da denn rüberkommen? Aha. 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 Ah. Scheiße. Flieg, Taube, flieg! Welche Taube hat denn bitte so einen Kopf? Ich sag's euch, gar keine. Es gibt keine Taube mit so einem platten Kopf. Das wäre denn eine Plattkopftaube. Kann ich eigentlich auch? Ne, kann ich nicht. Wolken. Ah, zum Glück. Ha! Hast du krass gestirbt, Mann? Ein! Mann! Bis gleich. Ach ja, wir starten ja direkt wieder hier. Wuhu! Nein! Oh, Alter. Ey, das ist nicht gut für mein Herz, dieses Spiel. Vielleicht hätte ich irgendwas anderes spielen sollen, was beruhigenderes. Aber dann hättet ihr nicht dieses Let's Play. Haha, deswegen spiele ich weiter.
Nein, 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 nein. Haha, ich hab mich doch gerettet. Haha, ich hab mich doch gerettet. Okay, es sieht nach Endgegner-Alarm aus. Safe States, bis gleich. Weiter geht's. Okay, wie die ging, habe ich auch total vergessen. Oder der oder das oder was auch immer das ist. Okay, was machst du? Okay, ja. Ich hab's wieder. Ja, jetzt hör auf rum zu. Okay, du weißt auch nicht schwer. Man muss nur das richtige Timing haben. Wie bei allen Endgegnern eigentlich. Ach, komm schon. Doing. Und, ich dachte, ich kann den gleich zweimal hitten. Ach, komm schon, ey. Ist doch nicht wahr. Alter, was machst du denn? Du bist ja genauso nervig wie die Schweine. Haha. Und tot. Wow. Ich bin der Allergrößte. Ich bin der Allerbeste. Genug gefreut. So, und den Baum hätten wir jetzt auch fertig. Jetzt geht's auf zur Riesenwelt. Wo ich ganz klein bin und der Rest ist riesig. Da gibt's die 4 Level, die es in der Riesenwelt gibt. Oder ich glaube, es gibt hier noch sogar eine Abkürzung. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Hier ist auf jeden Fall nicht, weil hier muss ich lang. Ja, okay. Das ist das, okay. Was bist du? Ah, okay. Nein. Verdammt unfair das Ganze. So, diesmal aber hier lang. Weil wir klein sind, können wir nämlich da lang. Essen einen Pilz und werden groß und können dann da lang. Oh Mann, ey, musst du genau da deine Stacheln ausfahren, wenn ich dich hitten will, ey. Fliegerisch. So, jetzt machen wir hier mal einen Urlaub. Und rasseln dadurch und sammeln die Coins ein und sterben nicht bei dem und springen voll in die Stacheln rein, weil es so einen unglaublichen Spaß macht. Und springen über den und springen auf den und laufen weiter, shaken die Glocke und fahren hiermit. Ding! Und lassen uns fallen. Yeah, aber nicht zu tief fallen. Haha, scheiß Ameise. Da oben können wir übrigens nur mit einer Blume ran, soweit ich weiß. Wow, er schießt auf uns. Na, oder? Ja, nur mit einer Blume. Ah, die Musik ist immer noch super. Goal! Yes! 1:0 für Mario. Und Leben! Leben! Yes! Es funktioniert wieder mal alles wie geplant. Ich versuche mal in nächster Zeit etwas leiser und ruhiger zu sprechen, damit der Balken auf meinem Aufnahme-Dings nicht völlig ausrastet und immer ins Rote geht. Das, meine Freunde, ist nämlich nicht gut. Doch, eigentlich schon, aber egal. Nein! Das war nicht gut. Das war gut. Das war nicht gut. Das war gut. Oh. Warum spuckst du schon wieder auf andere? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Warum fliegst du denn weg? Kleiner Hirschkäfer, wir wollen dir doch gar nichts tun. Wir sind alle deine Freunde. Jetzt bin ich genau durch einen Fisch geschwommen. Das ist sehr ungesund für Mario. Man sollte meinen, er könnte davon sterben. Aber es war nur ein Fisch. Deswegen würde er nie von einem Fisch sterben. Warum spuckst du schon wieder auf andere?
Ich habe doch erwähnt, dass es nicht höflich ist, auf andere zu spucken. Was ist hier drinne? Ein Stern. Der kommt mir sehr gelegen. Jetzt kann ich euch blöden Fischen endlich mal zeigen, wo der Mario seinen Hammer hat. Natürlich nicht so gemeint, wie jetzt viele denken. Okay, ich habe kein Extra-Leben bekommen. Das ist aber egal, weil ich Super Mario bin und einfach super bin. Deswegen werde ich jetzt einfach weiter schwimmen und mich unter diesem Fisch durchschleichen. Haha, Fisch. Dagegen kannst du nichts unternehmen. Wir schwimmen jetzt weiter durch diese grauartigen Gewässer, die, wie ich finde, auch nicht ganz gesund aussehen. Es ist doch wohl natürlich, dass Mario bei diesen Umständen nur Farben sieht. Ja, wir haben die Glocke erreicht und das Level somit beendet. Und jetzt rede ich wieder normal. Und ich will nicht einen Pilz haben, sondern was anderes. Aber es geht nicht. Doch, geht. Ein Leben, okay, das ist in Ordnung. Dun, 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 dun.